im Dezember vom 1. bis zum 24. ein großes Giveaway mit dem Marc Gebauer Highlight-Kanal. Kann man jeden Tag einen Teil gewinnen. Also wir haben Parfums, wir haben die Espresso-Tassen und dazu müsst ihr einfach auf den Marc Gebauer Highlight-Kanal gehen, ihn abonnieren. Das wäre sehr wichtig, damit ihr auch kein Video verpasst und sehr aufmerksam die Videos gucken. Denn in jedem Video ist eine Frage. Ja, Leute, da sind wir wieder. So schnell kann es gehen. Ich hoffe, es euch geht's gut. Und sonst? Alles gut bei dir? Lange nicht gesehen. Ja, lange hatten wir keinen Stream mehr zusammen und heute ein Ehrengast, tatsächlich, ja. Du hast Fragen rausgesucht mit der Community zusammen. Mhm. Gemeinsam, genau, mit der Community. Und? Direkt schon warm, was geworden? Da hast du viele Einsendungen bekommen. Ja, aufgeschrieben. Also ja, was haben wir heute vor? Als erstes, wir fangen mit Victoria an, weil sie muss noch ein bisschen arbeiten und muss noch ein paar Pakete packen. Darum fangen wir mit dem Thema heute an, ja. Und diese Wörter zusammen, irgendwie kann ich nicht mehr welche? Pakete packen. Ach so, hast du keine Lust mehr drauf? Doch, aber so dieser Zusammenhang ist irgendwie so. Ah, okay. Ja, du bekommst ja bald Unterstützung, muss man auch sagen, ne? Ja? Ja. Okay. Von daher. Von dir? Nein, nicht von mir. Ausnahmsweise. Ich habe keine Zeit, ich kann nicht. Nee, natürlich nicht. Keine Zeit. Beschäftige Mann. Ja. Nee, und genau, wir werden erstmal mit der Fragerunde, denke ich, beginnen. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Fragen aus dem Chat. Marc soll die Pakete machen, Victoria kann bleiben. Ja, das wäre... wer hat das denn geschrieben? Niemand, der wird gerade gebannt. Wie bitte? Vincent! Vincent bekommt auch ein Paket, ne? Ja, allerdings. Vincent habe ich auch. Kann er sich drauf freuen. Okay. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ist dieser Typ neben Victoria? Aber oh, frage ich mich auch schon seit 10 Minuten. Oder? Wer hat denn hier eingeladen? Ah, schick siehst du heute aus, Schatz. Ja, danke schön. Anzug ist richtig schön. Ja, nicht von Horatio, aber... Nee. Nee, ist von Atolini. Hast du einen neuen Mitarbeiter? Nee, wir bekommen aber... Also wir bekommen noch Unterstützung für die Sicherheit. Also falls manche das nicht wissen, in Düsseldorf, ich glaube gestern wurde Regé überfallen und einfach keine Lust mehr drauf. Wir werden jetzt jemand festen, immer hier haben. Normalerweise war es so, wenn ich wichtige Termine hatte oder generell, dann hatten wir immer Security bei uns, den Asis zum Beispiel und so weiter. Aber ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf und wir werden jetzt... Jemand festes einfach nonstop bei uns haben. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg, um allgemein sich abzusichern. Ne? Wann kommt der Hoodie? Der Hoodie, wir drehen den Trailer nächste Woche Dienstag und da muss das noch Ganze bearbeitet werden und so. Wir geben uns Mühe, das so schnell wie möglich rauszuhauen, aber es wird noch ein bisschen dauern. Das heißt, du wolltest ihn anziehen heute. Ja, du hast gesagt, ich darf das nicht. Ja, egal. Ist ja egal. Ja. Komm, sagt heute da extrem mehr Zuschauer. Ja. Ist das deine Frau? Das ist meine Frau, tatsächlich. Das ist meine Frau, die Victoria. Mhm. Ja. Model, alles gleichzeitig. Wow. Vor allem Model. Vor allem Model. Krass. Ich habe es gehört, aber man muss sagen, für den Pullover werden deine Fähigkeiten noch nicht eingesetzt. Aber ja, genau. Was passiert mit dem Porsche? Der wird gerade repariert. Ja. Oh, ich habe aber schlechte Nachrichten heute erfahren. Ein Auto kommt erst im Januar. Ja. Weil diese Zulassungsstelle macht hat doch jetzt morgen keiner, auch zu. Hat jetzt keiner nachgefragt. Also. Doch, heute tatsächlich auf Instagram jemand. Also. Ja? So, von daher, ja, ist voll doof. Ich habe mich schon auf das Auto gefreut. Und der Alex sagt auch noch, ja, wenn du willst, ich kann dir ein Video von deinem Auto schon mal schicken. Aha. Ja, damit kann ich aber nicht fahren. Wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Mit dem Auto kannst du fahren, oder? Ja. Okay. Und davon abgesehen hat er bis heute, also bis jetzt noch nicht gemacht. Hast du gesagt, er soll ein Video schicken? Ja, da habe ich gesagt, ja, wenigstens ein Video. A-Klasse ist es, A-Klasse. Okay, dann let's go. Bist du bereit? Ja. So, dann let's go. Victoria Safe GT3. Wie war dein Jahr bis jetzt? Sehr, sehr gut. Du musst nicht mir beantworten. So, okay. Ich weiß ja, wie dein Jahr war. Mein Jahr war besser als erwartet. Ne? Ich meine, wir haben in der Krise gestartet und er hätte damit gerechnet. Also sehr, sehr gut. Alle Leute, also eigentlich bis auf wenige, alle haben sich für mich gefreut. Und gerade die Community, ich meine, wir haben auch mit Twitch erst, ich glaube, im März angefangen. Es war also bis jetzt sehr, sehr schön. Mir macht das Ganze Spaß und ich habe sehr viel Freude dran. Ja, ja. Vor allem, dass wir gesund die ganze Zeit geblieben sind. Und ja. Ja, keine schlimmeren Sachen hatten. Trotzdem ein bisschen weg gewesen, ja. Ein bisschen Urlaub gemacht. Sind das deine Fragen oder meine Fragen? Ich weiß ja, nicht. Beides. Ah, okay. Ist Marc eifersüchtig? Auf wen? Auf wen soll ich eifersüchtig sein? Die packt ja eh ganz unten. Hat ja nichts zu tun. Ich nein, ne? Bist du nicht.
Bisschen? Ich bin nicht eifersüchtig. Du bist eifersüchtig. Ja, aber nicht auf Frauen. Was anderes. Wie bitte? Nicht auf Frauen. Nee? Nein. Ach so, okay. Auf die Tatsachen. Ah, auf die Tatsachen. Also auf, ja, wir haben gerade ein paar interne Diskussionen bezüglich des Trailers. Sollen wir mal jetzt abstimmen? Sollen wir jetzt mal abstimmen hier? Nein. Ah, bei 1484 Zuschauer. Sollen wir mal kurz hier abstimmen? Jungs, ah? Wie sieht's aus? Ja, das ist okay. Okay. Wie bleibst du motiviert? Das ist eigentlich eine gute Frage. Störung. Also, da, ich könnte nicht, also wenn ich unmotiviert bin, das, Leute, das, so funktioniert das nicht, sonst würde ich, das würde mit Victoria nicht gehen. Also tatsächlich ist es so, ich habe jetzt nochmal, ich hatte jetzt in den letzten Tagen einen sehr, sehr großen Verkauf von einer sehr teuren Uhr, wo auch, das war schon, also war schon, sag ich mal, vom Finanziellen her auch eine Riesensache. Aber ich muss sagen, Geld motiviert mich an erster Stelle nicht. Ich glaube, am meisten Spaß macht mir... Ich habe zum Beispiel Uhren in unterschiedlichen Preisklassen und ich glaube, das Jagen der Uhren macht mir am meisten Spaß, wenn ich so Uhren einkaufe. Und das ist meine Motivation, immer so die Sachen zu suchen, zum Beispiel auch die Ziffernblätter, dass ich so jemanden gefunden habe, der so und sowas macht. Und das ist eigentlich der Spaß, auch jetzt mit anderen Händlern sich auszutauschen und Social Media im Allgemeinen ist natürlich auch das, was mir sehr viel Freude macht. Ne? Auch wenn jetzt bei Mark & Friends noch ein paar Sachen für die Januar-Sendung umgeändert werden müssen. Dazu kommen wir noch. Ach so, okay, aber solche wir Sachen... wir haben ja auch extrem viele tolle Projekte in ganz Zeit. Ne? Also wir sind ganz Zeit in Bewegung, wir machen ganz Zeit irgendwas, immer super cool, neue Leute kennenlernen, neue Projekte. Ja, entstehen. Also ich freue mich auch, also zum Beispiel, es kommen immer neue Sachen dazu. Wir warten gerade auf Post aus Dubai tatsächlich. Und zwar, ich habe einen Bekannten, der hatte so Feuchttücher entdeckt, die halt so sehr arabisch-utmäßig riechen. Und solche Kleinigkeiten, halt, die werden wir bald mit allen Bestellungen mit verschicken. Und solche Kleinigkeiten irgendwie, das macht mir einfach Spaß. Und das ist die Motivation tatsächlich. Ne? Ja. Ja, jemand hat gerade wegen Ude nachgefragt. Es kommt tatsächlich Anfang des Jahres. Also ich bin nicht mehr dieses Jahr? Nee, ich bin mit Herbert wirklich so und wir kommunizieren die ganze Zeit, also ja. Der hat versucht, wirklich, hat sich Mühe gegeben, hat versucht, dass dieses Jahr noch eine Lieferung ankommt. Aber leider wird das nicht klappen und Anfang des Jahres ist es auf jeden Fall. Ja, was die Arbeitsmotivation von uns beiden angeht, haben wir so irgendwie dasselbe Maß, ne? Und anders wird es auch wirklich nicht gehen. Ne? Wie lange seid ihr schon zusammen? Wir sind schon was länger zusammen. Oh, ich habe das extra vor meine Frage. Aber du musst darauf antworten. Wie lange sind wir schon zusammen? Das weißt du. Ja, das weiß ich, ja. Elias mit Nein, wie lange sind wir jetzt? Ja, sieben Jahre tatsächlich, ja. Wie ist es, mit deiner Frau zusammenzuarbeiten? Das ist wirklich nicht meine Frage. Also, man muss gucken, es ist nicht einfach, aber das Wichtigste ist, dass beide Arbeitsbereiche getrennt sind. Zum Beispiel ihre Sache haben mit meiner Sache nichts zu tun. Solange das der Fall ist, alles aber okay. Deine Sache Was? Hat immer mit mir zu tun. Nein, das Problem ist, wenn es einen Chef gibt, ne? In dem Sinne, also ich entscheide, wo wir hinfahren mit unserem Schiff, der Markgeber GmbH, und sie ist anderer Meinung. Meine Schwester beispielsweise ist kein Problem. Wenn ich meine Schwester sage, wir machen das so, kein Problem. Von ihr bekommen wir immer wieder Wort. Von daher, man muss gucken, dass beide Arbeitsbereiche getrennt sind. Sie macht ihre Sachen, ich mache meine Sachen. Ne? So, das ist das Wichtigste. Aber sonst bin ich, also... Es macht super viel Spaß, mit meiner Frau zusammenzuarbeiten. Ist immer super und die motiviert mich. Natori mit 5 Euro. Herzliche Grüße und Gottes Segen euch beide. Danke dir. Dankeschön. Ja. Nein, ich bin sehr, also wir arbeiten sehr gut zusammen. Wir ergänzen uns auch. Es ist halt, ne, ihr kennt das mit Sicherheit, wenn ihr mit der Familie arbeitet, so, dann ist es schwierig, ne? Nein, ist überhaupt nicht schwierig. Was sagst du hier? Okay. Welches Parfum gefällt mir am meisten bei Marc? Ja, das ist tatsächlich Ketonduft. Das ist mein Lieblingsduft, aber es hat ja auch was Emotionales damit zu tun. Als wir es kennengelernt haben, hat er irgendwie sehr oft das getragen. Ne? Hast ja damals noch in Köln gearbeitet. Und, der hält jetzt nicht so lange, ist aber ganz gut. Aber der ist super frisch, der ist super lecker und jedes Mal, wenn er das wieder mal drauf tut. Ja. Erinnert man sich an die alten Tage. Ja, so schöne Erinnerungen zusammen. Wer hat mehr Ahnung über Klamotten? Ja, absolut. Ja. Der Herr hier, ja klar. Ich muss auch sagen, ich war auch früher etwas sportlich unterwegs und seitdem wir zusammen sind, bin ich da auch eher so in die klassische Richtung, ne? Aber den Anzug hast du noch nicht angehabt, Ich habe noch nie angehabt, aber
wäre zu schade. Einen Anlass finden. Ja, welchen Urlaub? Sie hat auch einen Anzug von Oratio. Ja. Bekommt Victoria gutes Gehalt bei Marc. Plus Bonus, plus Gehalt. Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld. Gut, dass wir das jetzt am 15.12. angesprochen haben. Das ist ja Ende des Jahres, des jenes. Nein, ich kann mich nicht beschweren.